Herzlich willkommen zur Sendung für den Klaus. Mit Raphael und Wenke, Captain Vielfraß und Tim. Ja, du bist gemeint. Dagi und Tino. Dagi und Tino. Und natürlich dem Hochzeitspaar. Heute die Gates in Japan. いらっしゃいませ、クラウス様。ようこそ今日のショーへ。今日はラファエルとベンケ、キャプテン大食いさんとティームの方です。ダギーとティノ、そして花の子と花嫁でお送りします。今日はゲーテさんが日本にお越しくださいました。Das war Japanisch.Japan schreibt man auf Japanisch so, und das heißt Nihon. 120 Millionen Japaner verteilen sich auf die vier Hauptinseln Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu. Und weitere 6852 kleinere Inseln im Pazifischen Ozean. Wir bleiben auf Honshu und fliegen erstmal nach Tokio. Dort treffen wir Masai und Joe.Die beiden haben gerade auch erst geheiratet und da gehen wir jetzt erstmal schön was essen und schön was trinken. Aber viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen ja noch unsere Hochzeitsringe machen und wie das funktioniert, das erklärt uns dieser junge Mann hier. Und so sehen die Ringe aus, bevor sie Ringe sind.Und das sind Herr und Frau Buschibär mit ihren Hochzeitsringen. Am selben Abend ging es dann von Tokio nach Osaka. Im Schlafwagen. Da gibt es zwar keine Matratze, aber einen richtig dicken Teppich. So sieht das dann aus, wenn alle schlafen. Und eine Dusche gibt es natürlich auch. Kostet 3,20 Euro. Und am nächsten Morgen die erste Fahrt mit dem Shinkansen, um Dagi und Tino vom Flughafen abzuholen.Den Tag drauf besuchen wir mit Mariko, Tino und Dagi Himeji Castle. Da die Burg niemals zerstört oder eingenommen wurde, steht sie heute noch genauso da wie 1609, als sie erbaut wurde. Während wir auf Raphael und Wenke warten, die schon im Flieger aus Finnland sitzen,macht sich in Köln der letzte Teil der Gruppe auf die Reise. Also hau ich ab mit Sack und pack ein paar meiner sieben Sachen, die ich hab und habe beklagt. Es fehlt immer ein Stück, doch ich mach mir nichts draus, setz den Wagen zurück und bin raus. Fahr gerade über Land, das wird gerade mal hell. Ich spüre Freiheit in mir, denk das ging aber schnell. Bleibe besser im Hier, denn es gibt kein Zurück. Und alles was ich brauch ist mein Auto und Glück. Ist die Anlage an, dann geht der Sound ab. Und ich rauch die Zigarette, die ich dafür gebaut hab. Und schaut ab und zu mal ein und dumm, dann nehm ich's ihm nicht krumm, denn Thomas die haut ab. Und ich weiß ich komm rum und ihr schaut ab und zu mal besser eure Straße lang. Denn irgendwann komm ich an und dann hoffe ich ihr wisst was geht. Und dass ihr Zur selben Zeit sind wir mit Dagi und Tino zum Essen in Kurashiki eingeladen worden.Von Mizukis Oma, Mizukis Opa und Mizukis Mutter. Und damit Tino das mit den Stäbchen auch richtig hinbekommt, passt Mizukis Opa ganz genau auf.
Was dabei rauskommt, wenn man mit einem Selfie-Stick spielt, das sieht man hier. An Dagis Geburtstag geht's dann früh morgens los. Raphael und Wenke wollen ja vom Flughafen abgeholt werden. Als Raphael und Wenke dann da sind, entscheidet sich Dagi spontan zu einem Friseurbesuch und dann geht's noch ein bisschen hin und her mit dem Shinkansen, bis dann endlich alle in Kurosaki angekommen sind. Hochzeitsessen, was standesgemäß im Pyjama eingenommen wird, gab es dann zur großen Freude des Bräutigams Fisch, dazu Krabben und ein bisschen Seetang. In einer feuchtfröhlichen Nacht geht's dann am nächsten Morgen nach Hiroshima. So sah Hiroshima in den 40er Jahren aus. Und so nach dem Atombombenabwurf. So sieht Hiroshima heute aus. Bevor wir uns Hiroshima angucken, fahren wir aber erstmal mit Mizukis Vater nach Miyajima, einem kleinen Inselchen vor der Küste vor Hiroshima. Da alle Lebewesen auf der Insel als heilig gelten, wird es eher ungern gesehen, wenn man sich sein Mittagessen selber fängt.
Fahrrädern machen wir dann noch einen Tag Hiroshima und einen Tag Kyoto unsicher. Wir besuchen den imperialen Palast mit dazugehörigem Palastgarten und treffen uns mit Mizukis Onkel und Herrn Kobayashi am Goldenen Tempel. Und am Ende waren auch alle froh, als sie dann endlich nach Hause durften. Ein besonderer Dank geht an unseren Tourguide, der uns aus allen misslichen Lagen befreien konnte. Patsy. Das war's von uns. Wir melden uns mit der nächsten Sendung aus Indien von Raphael und Wenkes Hochzeit. Arigato gozaimashita. Thank you.